Weil ich glaube, da macht auch ein bisschen was die Lackierung aus. So, und jetzt? Ich glaube, jetzt ist die Folge zu Ende. Naja, ich glaube, jetzt fängt schon eine neue Aufnahme an. Deswegen sage ich schon mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2. Montagstour. Wir haben hier gerade Holz geladen. Moment, ich muss meinen Timer nochmal neu starten. Ich habe gerade gesehen, dass mein Aufnahmeprogramm hier dann beendet hat. Ja, wir haben hier 21 Tonnen Bauholz mit unserem alten Scania. Das Ganze muss nach Verona zu Bayway in Frankreich ist es. Ja, das wird heute um 18 Uhr erwartet. 10 Stunden Restzeit haben wir noch. Und die nächste Pause ist in 8 Stunden. Irgendwas. Und wir müssen noch 8 Stunden fahren. Das werden wir in dieser Folge vermutlich nicht schaffen, außer ich mache sie auch wieder ein bisschen länger. Und ja, ich hoffe mal, jetzt hat eine neue Folge begonnen. Aber so wie es für mich jetzt aussah, ist das der Fall. Gut, dass ich hier auf meinem zweiten Monitor, beziehungsweise auf dem Fernseher, das Bild drauf habe. Ja, wir haben hier 9% Schaden und 2% am Anhänger. Den Schaden haben wir an einer Mautstelle erlitten, weil die Schranke nicht früh genug hoch war. Denn wir haben hier nicht mal die besten Bremsen, muss ich zugeben. So, und hier ist auch wieder ein schönes Gebirge, kann man leider nicht so gut angucken. Doch, jetzt. Eieiei, der überholt uns ein anderer. Ach nee, das ist nur so ein Laster. Und da geht schon wieder, sagen wir hier schon wieder eine Baustelle. Wir sind doch hier nicht in Deutschland. Oder fehlt einfach nur die Leitplanke. Sieht mir eher danach aus. Ja, okay. Dann ist es ja nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, wir sind hier gerade noch auf... Also in Frankreich auf der TSM-Map, glaube ich, heißt sie ja, ne? Gibt es auch zum Download fast überall. Einfach mal bei Google eingeben. So, hier ist auch ein schöner Berg noch. Militärposten oder was das da auch immer ist. Und der nächste Tunnel hier auch schon wieder über uns. Beziehungsweise wir sind schon wieder im nächsten Tunnel. Hier sind Notausgänge auch schön gekennzeichnet, finde ich. Hat was, so das Gelbe. Vor allem der Notausgang nach links bringt auch ordentlich was, wenn man in den anderen Tunnel kommt. Also Respekt daran. Wobei es kann ja auch sein, dass da irgendwie dann noch eine Treppe ist oder sowas. Wo man dann auf den Gipfel steigt vom Berg, kann man das ganze Geschehen von ganz oben beobachten. Beziehungsweise kann man nicht beobachten, weil man ja dann über dem Tunnel ist. Ja, und ich gehe jetzt schon mal vom Gas, weil da vorne ist die nächste Mautstelle schon wieder. Und ich habe gedacht, da wäre keine Schranke, weil man da nichts zahlen musste. Das heißt, ich hätte gedacht, man kann einfach durchfahren. Aber was war der Fall? Da war eine Schranke und man musste zwar nicht auf Enter drücken, aber trotzdem stehen bleiben. So. Kann ich euch auch nochmal demonstrieren. Da habe ich gedacht, es wäre keine Schranke. Aber wie ihr seht, ist da auch eine. 88 Euro. Für was? Dass wir hier auf dem Pass fahren. Auf dem Pass fahren dürfen, oder? Na gut, der ist schon schön. Okay, das gebe ich zu. Vor allem auch viele Tunnel. Hier sind ja auch nicht gerade günstig in der Herstellung. Denke ich mal. Aber trotzdem, 88 Euro ist schon ein Happen. So, hier müssen wir links rüber. Ist wieder ein einspuriger Tunnel. So, 6, na fast 7 Stunden noch. Vielleicht schaffen wir es mit ein bisschen Überlänge mit dieser Folge hier. Hier auch wieder sehr schöne gekennzeichnete Tunnel. Der ist aber lang diesmal. Ein Ende ist noch nicht in Sicht. Doch, da. Oha, der ist aber wirklich lang. Ist wohl auch ein großer Berg. So, schlafen müssen wir immer noch nicht. Das hatten wir ja letzte Folge, glaube ich, gemacht, ne? Oh, hier mit so einem... ne? Ja. Schön. So ein Dorf hier. In so einem Fluss. Und so. Wo fahren wir jetzt hin? Okay. Oh. Hier ist natürlich keine Maut, ne? Also bei Landesgrenzen ist kein Maut. Doch, okay.
Bremsen. Ich stehe auf Vollbremse. Ihr seht schon, wie lange der gedauert, wie lange es gebraucht hat, oder? Ach. Ja, der hat jetzt hier einen fetten V8 drin. Da seht ihr es da. Eigentlich seht ihr es überall. Ja. Wir haben aber auch fette Last hinten dran. Also jetzt keine fettige, sondern schwere, wollte ich damit sagen, eher. Und es ist echt ganz schön bergig hier. Da könnten wir tanken. Ja, und irgendwann müssen wir den nochmal reparieren, den LKW hier. Denn 9% ist jetzt ja nicht so passend. Wären es 8%, könnte man sagen, gut, das passt zum V8. Aber wir haben ja kein V9. Deswegen müssen wir da mal ein bisschen was machen dann, wenn wir bei der nächsten Werkstatt sind, beziehungsweise wenn wir den Auftrag fertig haben. Und da war gerade die Polizei von Frankreich. Und hier ist eine schöne Brücke, oder? Ja, möglich. Ja, ist eine Brücke, oder? Ja, oh. Ja. So eine Flachbrücke. Was ist da oben? Ein Bauwerk. Da ist eine Burg. Die haben alle so Angst, wenn sie mich überholen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall steht da so ein Turm. Schön. Doch, finde ich schon die Map. Es kann auch sein, dass das jetzt die Pro Mods ist, aber ich glaube nicht. Nee, ich glaube, das ist die TSM Map. Da bin ich mir sogar schon eigentlich ziemlich sicher. Die rasen die Autos vorbei mit ihren 250 km/h. Und da hinten schon wieder die nächste Mautstelle. Ey Leute, was ist denn hier los? Da wird man ja pleite bei, wenn man diese Strecke fährt. Ist ja nicht mehr normal. So. Welchen nehmen wir denn? Den, wo wir gerade schon drauf sind, würde ich sagen. Da ist aber viel los. Nehmen wir den. Na, das ist jetzt auch genauso viel los. Nehmen wir den rechts. Na, nehmen wir den ganz rechts. Nein. Kollege, du bremst bitte. Geht doch. Ah, hier, Telepass. Oh, habe ich schon wieder Schaden bekommen. 3% am Hänger. Leute, ich glaube, es hackt hier bei dem Spiel. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Da vorne müssen wir ab, beziehungsweise da endet die Autobahn, so wie es für mich aussieht. So, ich blink immer noch. Das will ich aber nicht. So, genau. Hier müssen wir... Nee, müssen wir gar nicht. Wir müssen hier links herum. Richtung Bern. Ich gehe doch jetzt nicht vom Gas. Hier bergauf auch noch. Ich glaube, es hackt. Guck mal, wir sind jetzt schon wieder fast bei 40. Ich habe kein bisschen gebremst. Na? Gibst du nochmal Gas oder? Ich kann doch eigentlich hier bleiben, oder? Das ist eine einfehlende Spur. Nee, ich glaube nicht. Ja, 5 Stunden und 40 Minuten noch. Ich denke mal, das schaffen wir in den nächsten beiden Folgen. Das dürfte hinhauen.
Dann haben wir diesen Auftrag auch endlich fertig. Dann geht's wieder auf eine andere Map mit einem anderen LKW und anderer Ladung. So, und hier würde ich mich jetzt gerne einfädeln. Danke. Der hält da schön viel Abstand. Hätte ich auch Angst vor unserem LKW hier. Ich meine, wir haben hier, glaube ich, einen schönen fetten Bullenfänger dran, ne? Ne, haben wir nicht. Na gut. Dann war das der andere. Ja. Habe ich denn wohl doch verwechselt? Naja, egal. Wir haben trotzdem Holz drauf. Unseres wiegt mehr als das von dem anderen. Ich weiß zwar nicht, was der geladen hat. So. Und da ist ein schönes... Oh. Hier ist aber was los. Ja, hier ist ein schönes Autobahnkreuz. Beziehungsweise eine große Auf- und Abfahrt. So wie es aussieht. Na, ich will nicht Offroad fahren hier. So. Ja, wie hier mit unserem Tennisball. Wenn wir da sind, können wir ein bisschen Tennis spielen. Alleine nehmen uns jetzt keiner. Ich habe vergessen, den Mod drauf zu machen. Oh, hier ist Autobahnende. Das heißt, hier kommt gleich eine andere Geschwindigkeitsbegrenzung. Da seht ihr es schon. Und zwar sind die 70 hier erlaubt. Da halten wir uns auch mal dran. So. Hier links wird zu irgendeiner Firma gehen. Oh Mann. Leute, Außenperspektive geht ja gar nicht. Wie viel haben wir jetzt? 3% am Anhänger. Okay, das geht ja noch. Und 10 an der Zugmaschine, oder? Ja. Schade eigentlich, ja. Aber tanken müssen wir immer noch nicht. Sind hartnäckig die Tankstellen, ne? Lass uns nicht in Ruhe hier. Wenn wir dann mal eine brauchen, kommt natürlich wieder keine. Aber wir haben noch, glaube ich, genug im Tank für die ganze Tour hier. Sind ja auch nur noch 300 Kilometer. So, und hier müssen wir abbiegen. So, den Schwung habe ich hier mal kunstvoll mitgenommen. Der hört sich so ein bisschen an wie ein Hubschrauber. Na? Warum gibt er kein Gas mehr? Ist er etwa an seiner Leistungsgrenze? Sieht so aus. Ja. Da ist eine schöne Kirche. Schön, schön, schön. Hier ein schönes Feld. Ist jetzt zwar nicht so groß, aber immerhin ist es gepflügt. Unsere Felder sind ja eigentlich nie gepflügt. Die können jetzt glatt werden, okay. War gerade so ein Warnzeichen. Hier ist ein schöner Bauernhof, ein großer. Beziehungsweise eine große Scheune. Hier ein schöner Sandhaufen, da haben die Bagger mal ein bisschen rumgespielt. Ist auf jeden Fall viel mehr Deko drauf, würde ich jetzt mal so benennen, als auf der Standard-Map. Also viel mehr, ja, Szenarien, sage ich jetzt mal. Also hier so ein Sandhaufen oder sowas, ne? Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Und da muss er ordentlich ziehen. Da googelt er richtig herum. Und ich würde sagen, ja, ich weiß jetzt ja nicht, wann er die letzte Folge abgebrochen hat. Ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr dann nochmal reinschaut,
Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf jeden Fall wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Jan.